Hey, ganz herzlich willkommen. Letzter Tag von der CeBIT 2015, die Heise Show live aus der Halle 6, Stand des Heise Verlags A18. Mein Name ist Philipp Banse. Ja, letzter Tag, wie immer mit dabei, die ganze Woche Jürgen Kuri. Grüß Moin dich. Jürgen. Hi, wir ziehen heute nochmal Bilanz. Was heißt nochmal? Wir ziehen heute Bilanz von der CeBIT. Wir haben nochmal ein paar ganz praktische Beispiele aus dem Reich des Internets der Dinge. Und wir haben eine, wie ich finde, recht charmante und innovative App für Nahverkehrskonzept für Sehbehinderte. Aber wir fangen an mit Jackson Bond. Ganz Hallo. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ihr habt einen Preis gewonnen. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, ja. Code N, 30.000 Euro. 30.000 Euro, genau. Ist jetzt für ein Startup, was so Geld in Koffereinheiten verbrennt, wahrscheinlich nur ein klein bisschen was für die Portokasse. Trotzdem habt ihr ein nettes Produkt. Wunderbar heißt es. Ihr sitzt in Berlin. Das gibt es auch schon, das Produkt, ne? Seit Oktober, genau. Gibt es bei Conrad Shops online und im Shop zu erhalten. Auch ganz europaweit. Okay, erzähl doch mal. Also das ist so ein bisschen aus diesem großen Kapitel Internet der Dinge. Sensoren reden mit der Wolke, die Wolke spricht mit uns. Erklär das Konzept mal bitte. Genau. Also ganz einfach gesagt, das sind ein Werkzeugkasten für die Internet der Dinge, um schnelle Lösungen zu bauen für dein Geschäft, für dein Unternehmen oder für die Kunden von deinem Unternehmen. Weil wir sagen, man soll jetzt diese ganze Internet der Dinge Gerede und alle reden darüber, lieber aufhören und bauen. Also aufhören zu reden, bauen, weil es richtig so einfach geht, wenn man die richtigen Werkzeuge hat. Und okay. Die Werkzeuge im Internet der Dinge sind eben, das ist so ein bisschen das Neue, ist nicht nur Software und nicht nur Hardware, sondern das ist da, wo beide sich treffen, in der Mitte. Also Dinge, Hardware mit Software und das ist Internet der Dinge. Zeig doch mal ein Ding. Also das heißt wunderbar, weil es so ein bisschen aussieht wie so ein Schokoladenriegel. Wunderbar, genau. Wir wollten es eigentlich KitKat nennen, aber dachten, Google und Nestle hätten was dagegen zu sagen. Dann habt ihr es wunderbar genannt. Wunderbar. Und die Schokolade ist wirklich nur ein Gag, um das ein bisschen spaßiger zu machen, damit die Leute nicht so in Angst haben, weil wir haben ganz viele Interviews geführt, als wir angefangen haben im Oktober 2013 und haben festgestellt, die Entwickler vor allen Dingen, also die Hardware-Leute, die haben viele Werkzeuge, viele Kits, also Raspberry und Arduino und so weiter, die sind ja bekannt. Aber wenn du mit Softwareentwickler sprichst, du stellst fest, vielleicht 80% haben einen Raspberry bereits, aber nur 5% machen was damit. Die meisten Raspberries von Softwareentwicklern liegen in der Schublade und sammeln Staub, weil die einfach, die kriegen irgendwelche LEDs zu blinken, aber danach ist einfach fehlt die Zeit und die Muse und die müssen schon ein bisschen was Neues lernen. Und wir haben gefragt, was braucht ihr denn? Und die haben uns erzählt, ja, wir haben Sensoren in unseren Telefonen. Hätten wir diese Sensoren, die wir rausnehmen können und irgendwo platzieren können und die Software Development Kits, die wir verwenden können, und haben gesagt, ach, okay, cool. Dann machen wir eine Cloud-Plattform, aber wir bieten trotzdem das Spielzeug an auf der Hardware-Seite mit Sensoren, die sofort programmierbar sind, und die Software Developer Kit auf der anderen Seite. Alles Open Source, also alle Software Development Kits kann man im GitHub runterladen und erweitern. Die Hardware, die Sensorik ist auch, all die Firmware ist auch Open Source, kann man darauf zugreifen und erweitern, wenn man das kann. Insofern, wir glauben, die Hürden und die Mauer zu und die Schwierigkeiten in diesem Bereich Internet der Dinge runterbringen und die Leute ermöglichen einfach ein einfaches Zugang. Erzähl mal, also das ist jetzt sozusagen das, was kommt. Ne? In diesem Karton sind das sozusagen wie so eine Schokobar aneinander geheftet. Genau. Der ist jetzt gerade aktiv, der Blinzel hier, das heißt, er schickt Sensordaten. Da sind sieben Teile, das sind sechs Module. Jedes Modul macht was anderes. Jedes Modul hat Bluetooth Low Energy, also ein BLE-Modul, praktisch so ein Beacon. Und die verschiedenen Sensoren, also Sensordaten, die rüberkommen, sind acht Kanäle. Wie viele Sensoren, welche Sensoren gibt es? Wir haben Temperatur, Feuchtigkeit, das ist auf eine. Wir haben Licht, Farbe und Nähe, das ist auf der andere. Wir haben Accelerometer, also Beschleunigung, und Gyroskop auf der andere und Ton auf der vierte. Und dann haben wir, und das ist vielleicht eine der schönsten Dinge für Hardware-Leute, ist dieses kleine Stück Ding hier. Da kann man das sehen. Genau. Ja. Und das hat dieses kleine weiße Teil, dieses Plastikteil, das ist nämlich ein Grove-Connector zu dem gesamten System von Grove. Was ist Grove? Grove-System ist ein System, ein modulares Hardware-System,
Das ist Arduino-kompatibel, ganz kleine Modulchen von Seed Studio in Shenzhen. Die sind unsere Vertriebspartner in China. Und die haben 60 verschiedene Sensoren, die man, also auch industrietaugliche Sensoren und Aktoren. Die man daran bauen kann. Die man einfach daran stecken kann. Das sind 4-Pin-Connector. Das spricht I2C, I2C, UART und kann man einfach hier sehr, sehr viel machen. Das ist einer der Lieblingsteile. Also damit machen Leute ihre Roboter programmierbar oder ihre Servos und Relay Konstellationen, alles programmierbar über eine App, weil der Bluetooth hier, das ist der kleine schwarze Ding da, das ist der Bluetooth von Nordic und schickt die Daten eben zu unserer Cloud, wo man dann eben programmieren kann. Okay, das sind also die Sensoren. Jetzt habt ihr sozusagen so Schokostücke. Ich nehme jetzt mal an, was ist das für ein Sensor hier? Das hier ist nur der Bridge. Nehmen wir mal den. Was ist der? Der ist Acceleration Gyroscope. Also da könnte ich jetzt zum Beispiel... Also Batterie runter. Die Batterie kommt so runter, man klippt es da rein. Und den könnte ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, an den, keine Ahnung, Kinderwagen meines Sohnes poppen und wenn er den Berg runterrollt, werde ich benachrichtigt sozusagen. Genau, was passiert? An die Tür. Wie spricht das Ding mit dem Internet? Bluetooth, also der Bluetooth Low Energy Chip schickt alles hier zu dem Master Modul. Master Modul nimmt die Daten auf und schickt es weiter per Wi-Fi. Per WLAN, also es muss im WLAN eingebunden sein. Dafür haben wir ein kleines App, die man runterladen kann. Es sieht im Prinzip so aus, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist die iPhone-App. Die Android-App ist ein bisschen weiter, hat mehr Kontrollmöglichkeiten. Zum Beispiel kann man die Module direkt mit seinem Telefon verbinden und muss nicht über den Cloud gehen. Man kann dies direkt per Bluetooth. Und die Daten so abgreifen. Und dann kann man, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber hier kann man jeder Sensor angucken und dann hier die Wi-Fi ändern, wenn man will, die Name ändern. Man kann unzählige Wonderbars hier in der App verwalten. Ja, und dann... Und du hast das jetzt quasi, also wir haben das jetzt hier mal angesteckt, das heißt, das Master-Modul hat sich über unser WLAN eingebucht. Genau. Die verschiedenen Sensoren melden sich über Bluetooth beim Master-Modul. Genau. Und auf der Webseite hast du dich jetzt eingeloggt. Genau. Und da kann man die Sensoren sehen. Wenn Johannes das mal zeigt, die Webseite. Genau, da kann man jetzt sozusagen sehen. Ja. Genau, da kann man sehen. Beispielsweise probieren wir jetzt die Farbsensor. Farbsensor. Moment. Blau, nochmal blau. Wo ist der Farbsensor? Das ist hier. So, du hältst sozusagen das Blau da drüber und man sieht, der Farbsensor... Es ändert sich ein bisschen, wenn man näher kommt, weil die Blau intensiver ist. Ah, jetzt ist es hellblau, okay. Ja, genau. Und das Accelerometer, also das... Das Accelerometer wäre da. Also genau. Wenn ich das jetzt sozusagen mal bewege, dann sieht man hier rechts oben in dem Grün beim Gyro, wie sich die Daten ändern. Genau. So, oder hier die Temperatur, Feuchtigkeit, wenn ich dann... Oh ja, hier, 99%. Ich habe echt schlechten Atem hier. Genau. Wie aus einer alten Luftmatratze. Genau, aber wichtiger ist, wenn man erstmal drauf gucken kann, hier sind die SDKs. Also hier sieht man zwar die Sensordaten, aber da ist das Spielfeld für die Entwickler. Wir haben 6 verschiedene, oder fast 7 jetzt, 7 verschiedene SDKs für Node.js, C#, Python, iOS, Android, HTML5. Wir haben auch eine in der Community hat eine Ruby Library geschrieben, wenn man in der Richtung geht. Also wir haben auch eine Arduino-Library auch für die Erweiterung der Module in Richtung Arduino. Also es soll möglichst viele Möglichkeiten geben für alle Sorten von Entwicklern, schnell Internet der Dinge Lösungen zu bauen. Man kann dann sozusagen hier auch im Webinterface, hast du vorhin gezeigt, man kann da sozusagen draufklicken und bekommt schon... Ja, das dauert ein bisschen. Dauert ein bisschen hier auch bei unserem Miesen. Genau. Kriegt man zum Beispiel Code. Man kann das andere anklicken. Hier und das direkt einbetten in deine Webseite. Und was sehe ich dann da, wenn ich das jetzt einbette zum Beispiel? Du würdest dann sehen die Daten von der Sensor. Also einfach plain Sensordaten. Plain Sensordaten in deinem App oder in deiner Web-App. Okay. Und dann könntest du zum Beispiel überwachen. Du könntest dann überwachen, was in deinem Umfeld passiert. Okay. Ihr habt, also eure Basis-App zeigt mir auch erstmal nur die plain Sensordaten an, aber ihr habt eine App gemacht, in der schon so eine Basis-Funktionalität eingebaut ist. Genau. Das kann ich kurz zeigen. Genau. Ich glaube, wenn der Wi-Fi mitspielt und heißt, er versucht zu verbinden. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich muss sign in. Jedenfalls, es heißt Tell Me When. Okay. Tell Me When von Relayer. Ja, ich muss wieder ein... Und das ist ganz einfach für Nicht-Entwickler. Und da kannst du wie If This Then That so ein bisschen einfacher gemacht. Das heißt, du kannst die Sensor-Schwellwerte selber definieren. Und dann eine Nachricht bekommen, wenn ab was 30 passiert. Grad im Kinderzimmer mal. Zum Beispiel, genau. Oder Nachricht schicken. Also die Aktion ist immer nur
Erstmal eine Nachricht. Das, ja. Weil das soll, wir wollen nicht zu viele komplexe Features, sondern ein einziges Feature, eine Nachricht, weil das ist, was die meisten Leute brauchen. Wenn jemand meine beste Flasche Wein bewegt hat, ich will es wissen. Oder wenn meine Tochter zu Hause die Musik auftritt und ich nicht da bin, ich will es wissen, dass es zu laut geworden ist, damit ich weiß, dass ich kriege eine Nachricht. Ich bin manchmal ein spießiger Vater. Aber und ihr seid seit Oktober auf dem Markt. Was gibt es denn schon Anwendungen, die jetzt ein bisschen darüber hinausgehen, über Temperatur überschreitet Punkt und ich kriege eine Nachricht? Genau, erstmal kann man auf ganz viele Projekte, die schon gemacht sind, auf Hackster.io gehen. Hackster.io/wunderbar. Und da sind ganz viele Projekte, die seit Oktober schon gebaut wurden damit. Wir haben sehr coole Anwendungen für Unternehmen, also kleine Unternehmen und große Unternehmen benutzen unsere Werkzeuge jetzt. Die Firma InsulinAngel.com ist eine sehr, sehr heiße Startup aus Berlin, die arbeiten im Diabetes-Bereich. Er ist Diabetiker, der Gründer, und hat mehr oder weniger versucht, ein Temperaturmessgerät zu bauen für seine Insulintasche. Über 1,5 Jahre mit Arduino und diverse Zusätze wie ein Sensor und Bluetooth und so weiter. Aber es wurde immer größer, immer größer. Und er hat unsere Temperatursensor gefunden mit Bluetooth und meinte, ey, das ist super einfach, ich kann das nur nehmen. Denn weil alles Open Source ist, wie unsere Board Layout ist Open Source, der hat es runtergeladen und seine eigenen 3D-Gehäuse gebaut und eine App gebaut innerhalb von 24 Stunden. Also der hat effektiv seine Produktionszeit oder Prototyping-Zeit von 12 Monate auf einen Tag reduziert. Also das ist ein kleines Beispiel. Die größere Beispiel, wir arbeiten mit Bosch Siemens in Richtung Retrofit von die Millionen von Geräten, die sie da draußen haben, die alt sind. Wir arbeiten mit diversen Systemintegratoren. Eine zum Beispiel in Berlin ist gerade angekündigt, YourSL in Berlin. Da machen wir eine Integration mit Salesforce für Sensordaten, die man einfach überall ranklebt an Unternehmensgeräte, an Industriegeräte, in Hallen, in Fabrikhallen. An Automaten überall, um Messwerte von Ferne zu bekommen und zu wissen, hey, muss ich da hin und was reparieren oder nicht? Was kostet das? 150 Euro bei Konrad plus Mehrwertsteuer. Ja, ist das, also wir reden ja jetzt schon öfters mal über das Internet der Dinge hier, weil das hier so auf der Messe so eine Rolle spielt und weil es auf der Messe irgendwie so mal ein bisschen greifbar wird und das ist dann, da redest du nicht nur drüber, guckst es nicht nur an, kannst mal anfangen rumzuprobieren. Genau. Ich finde das genial. Jede Stimme von mir für diesen Preis hätte der auch gekriegt. Das ist einfach klasse. Also ich finde, also ich habe so ein bisschen so eine gewisse Begeisterung ausgelöst für das Internet der Dinge und wenn ich dann damit anfangen kann, einfach so rumzuspielen, das ist was, wo ich dann praktisch erfahre oder so, das kann ich machen. Jetzt weiß ich, warum das sinnvoll ist, ne? Wenn ich dann mal rumprobiert habe und da ist das echt eine geile Lösung. Okay. Jackson, vielen Dank. Relayer.io. Relayer.io oder dev.relayer.io. Da findet man alle die Dokumentation oder einfach GitHub suchen, nach GitHub Relayer suchen und alles ist da drin. Cool. Ja. Herzlichen Dank für deinen Besuch. Vielen Dank auch. Ja. Könntest du das in Ruhe wieder zusammenpacken? Wir ziehen schon mal Fazit von der Messe, bevor dann der nächste Gast kommt. Du brauchst ja ein bisschen Zeit hier. Genau. Internet der Dinge war so ein bisschen ein Ding, was dich hier begeistert hat. Ja, das war so ein Ding. Also, das letzte CeBIT fand ich eher so ein bisschen langweilig. Das ging mir dieses Jahr anders. Oder ich habe mit vielen Leuten gesprochen, denen das auch so ging, dass sie nicht das Gefühl hatten, sie latschen hier über die Messe und es gibt immer wieder dasselbe zu sehen. Irgendeine neue SAP-Anwendung oder irgendein SAP-Consultant möchte was andrehen, sondern es gibt irgendwie Sachen zu sehen, wo du denkst, ja, das sind, ich werde mit diesen Zeugs in den nächsten Wochen, Monaten konfrontiert und ich sehe plötzlich, wie das funktioniert. Was Internet der Dinge wirklich heißt. Für den Verbraucher dann auf der einen Seite und dann eben Industrie 4.0 auf der anderen Seite. Und von daher war das interessant. Sag mal so, wenn man den Zahlen der CeBIT laufen darf, war das nicht nur für mich interessanter als letztes Jahr, sondern auch für einige andere, weil es gibt mehr Besucher zum ersten Mal seit 5 Jahren. 21.000. Letztes Jahr waren es 208.000, also erstes Mal seit 5 Jahren wieder mehr Besucher als im Vorjahr. Es gab weniger Aussteller, aber mehr Fläche. Ja, genau. Es hat ein bisschen natürlich auch mit China als Partnerland zu tun. Aber sicher auch, also das habe ich auch gemerkt bei den Reaktionen so von außen, so auch im Bekanntenkreis, dass so die Themen, eben was Internet der Dinge angeht, Industrie 4.0 und so weiter, das interessiert die Leute, weil sie davon ausgehen, sie werden eben in nächster Zeit damit konfrontiert, in ihrem normalen Leben. Digitalisierung des Alltags, so und den Oberbegriff zu findest wählen. Du, dass dieses Konzept Business aufgegangen ist, sich aufs Business zu konzentrieren? Sag mal so,
Beim letzten Mal hatte ich das Gefühl, geht es nicht auf, weil es eben nur langweilig wurde. Jetzt gab es dieses Jahr natürlich so ein paar Highlights. Wie gesagt, China als Partnerland ist natürlich nicht nur große Business-Bedeutung, sondern ist auch so ein Aufregerthema aus moralischen, politischen Gründen. Dann gab es den Snowden-Auftritt und dann gab es halt spannende Themen. Das heißt, dann passt natürlich so diese Geschichte, ich orientiere mich aufs Business, das heißt, die Leute, Aussteller sind zufrieden, weil sie Geschäfte machen können. Und auf der anderen Seite, es ist genug Aufmerksamkeit da, dass die Leute denken, ich muss jetzt auf die CeBIT gehen. Das passte zusammen. Wenn sie das hinkriegen, dann, wenn sie das eine nicht hinkriegen, wenn so die Aufmerksamkeit wegfällt, dann kommen wieder weniger Leute, dann wird es wieder langweiliger, dann wird es schwierig. Wir reden da gleich nochmal ein bisschen drüber, auch China als Partnerland. Jetzt ist erstmal Daniel Lüttenkamp da von Ivanto, ne? Heißt euer Produkt. Genau, ja. Die Lösung heißt Ivanto. Die Firma heißt Ich komme mal ein bisschen näher ran, ne? Wir müssen dich nicht vorbeugen, nur ein bisschen näher ranstellen einfach. Okay. Wir dürfen auch nicht dein Telefon einschlafen lassen, weil das hier nämlich sonst gleich verschwindet. Sag mal, genau, ich habe das jetzt eigentlich nur gesehen, ihr wart auch auf diesem Startup. Genau, wir sind in der Code-N-Halle. In der Code-N-Halle, wie die Jungs von Wunderbar auch. Ich habe das nur bei Twitter jetzt kurz gesehen, dass ihr da nochmal durchgereicht wurde. Die ja schon funktioniert. So, ne, hat natürlich schon funktioniert. Ich habe mir das dann nochmal genauer angeguckt, aber ich war auch ein paar Mal durchgelaufen, da wart ihr mir nicht aufgefallen, aber dann habe ich mir das nochmal genauer angeguckt und fand es schon ganz interessant. Ihr bietet eine Nahverkehrslösung an zur Orientierung für Menschen mit Sehbehinderung in erster Linie. Richtig? Genau. Erzähl doch mal, wie das funktioniert. Also du hast die App auch mitgebracht. Genau, wir haben ein System für barrierefreie Mobilitätsassistenz entwickelt, insbesondere für den ÖPNV, aber generell im urbanen Umfeld, sozusagen das Internet der Dinge. Ja, im öffentlichen Personennahverkehr. Was ist die Problemstellung da erstmal so? Ja, die Problemstellung ist einfach für blinde und geh-eingeschränkte Menschen überhaupt mal in den Bus reinzukommen, zu erfahren, ist mein Bus schon angekommen? Da welcher fahren ist mein Busbahnhof, Bus? Fünf Busse fahren ein. Genau, das ist das welcher Szenario, ist meiner? Welcher ist mein Bus? Ja. Und da haben wir den sprechenden Bus entwickelt, so nennen wir das. Das Ganze basiert auf Bluetooth-Technologie, also ist vorne im Bordrechner, vielleicht kann ich es ja hier mal zeigen, so ein kleiner Bluetooth-Transceiver angeschlossen. Das mal so in die Hand. So, ist aber besser. Der dekodiert die IBIS-Signale aus dem Bordrechner. Was sind IBIS-Signale? IBIS-Signale sind, beziehungsweise IBIS-Telegramme sind die Informationen über die Linie, die Fahrtrichtung, die Zwischenhaltestellen. Und er nimmt eben diese Signale, dekodiert die und schickt die Informationen dann via Bluetooth in die nähere Umgebung, 30 bis 50 Meter weit in der Regel. Okay. Und die sind natürlich dann über Smartphone-App empfangbar. Via Busradar für den blinden Menschen dann mit Voice-Over auch hörbar. Zeig doch mal die App, genau. Was passiert denn dann da? Da passiert also Folgendes, hier sehen wir schon den Busradar, ich habe jetzt mal unseren Receiver hier. Der ist jetzt hier unter dem Tisch, der ist richtig so aktiv, also das ist sozusagen das, was in der Bus von der Linie C7 eingebaut ist und jetzt per Bluetooth sendet er. Und du bist ein sehbehinderter Mensch. Ich bin jetzt mal ein sehbehinderter Mensch, dann würde man, die Sehbehinderten haben in der Regel Voice-Over-Funktion integriert, hört man das? Busradar, Überschrift. Also genau. Er liest mir jetzt vor, er sagt mir an, C7 fährt ein, Linie C7 fährt ein, Richtung Busterfahrensaplatz. Okay. Weiß der Blinde, mein Bus kommt gerade eingefahren. Und jetzt kann er via App auch noch ein sogenanntes Türfindesignal antriggern. Das ist allerdings auch noch in der Entwicklung, in der Testphase, sodass er dann sicher zu seiner Einstiegstür findet. Woher weiß die App, wo die Tür ist? Ja, also die Verbindung via Bluetooth wurde ja vorher zu diesem Bus, spezifischen Bus aufgenommen, weil man im Vorfeld noch eine Fahrt eingegeben hat. Das kann ich aber gleich erläutern, dann wird es vielleicht ein bisschen deutlicher. Ja. Auf jeden Fall ist die Verbindung dann aufgebaut. Der Blinde kann jetzt das Türfindesignal antriggern und wird dann sicher zur Eingangstür geleitet. Ja. Jetzt gerade am Montag waren Interessenten von der Östra, hier von dem Hannoveraner Verkehrsbetrieben da, die hatten jetzt tatsächlich einen Todesfall kürzlich, weil ein Blinder zwischen zwei Fahrzeuge geraten ist. Und genau um solche Unfallszenarien zu verhindern, da ist natürlich so ein System klasse. Okay. Das heißt, ich installiere mir diese App. Ich lausche der App als sehbehinderter, blinder Mensch, lausche der App und erfahre, der Bus fährt ein, ich kriege ungefähr mit, wo die Tür ist, kann da hingehen, steige ein. Und dann habe ich ja aber auch die Möglichkeit zu erfahren, wo ich jetzt bin. Also dadurch, dass ich die ganzen Signale empfange, was ist die nächste Haltestelle? Genau, im Prinzip das, was im Bus immer angezeigt wird. Richtig. Im Grunde genommen ist das so eine Art Second Screen für jedermann. Ja. Man bekommt die nächsten Haltestellen dann sozusagen angesagt, kann sich auch an Um- und Ausstiege erinnern lassen. Also
nie mehr bis zur Endhaltestelle fahren und dann irgendwann morgens aufwachen. Ja, also. Okay, das ist also nicht nur für Sehbehinderte, glaube ich. Das, ist der Punkt. Ja. Das ist mir auch schon passiert, dass ich in der Bahn sitze, auf dem Smartphone rumtippe und dann denke, oh scheiße, ich hätte aussteigen müssen. Naja, ja, gut. Von daher, ich würde das wahrscheinlich auch benutzen. Ich bin zwar nur... vielleicht geistig, nicht sehen. Und man kann man denn auch sagen, irgendwie, hey, ich will aussteigen oder einen Halteknopf? Ja klar, das ist eben auch eine der wesentlichen Funktionen, also die echte Interaktion mit dem Bus beispielsweise, beziehungsweise mit den Signaleinrichtungen. Man kann jetzt praktisch analog zum Verhalten im Bus das Ganze über die App bedienen und dann beispielsweise den Haltewunsch ausdrücken. Ne? Wenn ich jetzt hier die Stopptaste drücke, okay, dann sendet er ein Haltewunschsignal. Es passiert im Grunde genommen nichts anderes, als würde ich manuell den Taster betätigen. Nur Blinde haben natürlich ein Problem, diesen Taster zu finden. Ich sitze im Rollstuhl, komme nicht dran. Okay. Oder ich habe ein paar Bierchen getrunken und will nicht mehr aufstehen, was auch immer. Und da macht es natürlich Sinn. Ein weiteres Szenario ist natürlich für gehbehinderte Rollstuhlfahrer, überhaupt mal erstmal in den Bus reinzukommen. Das ist also ein Riesenproblem. Da ist der Arm dann oft zu kurz und sie kommen nicht an die Taste. Ich habe am letzten Sonntag mit der bundesweiten ÖPNV-Beauftragten gesprochen, die selbst im Rollstuhl sitzt, also eine Blindenvertreterin. Die sagt, ja, das ist genau das System, was wir uns seit ewigen Zeiten eigentlich schon wünschen. Sie sagte dann auch gleich, ja, ein Bekannter von mir ist Kontergan geschädigt, der springt im Dreieck, wenn er davon erfährt. Also das sind so klassische Szenarien. Wie komme ich in den Bus, wenn ich im Bus sitze? Wie kann ich mich bemerkbar machen? Wie kann ich Hier ist noch so ein Kinderwagensymbol. Was hat das auf sich? Ja, also Frauen mit Kinderwagen haben ja häufig das gleiche Problem. Ja. Die fordern halt eben so einen Service-Request an. Okay. Und dann wird beispielsweise eine Rampe rausgefahren. Der Busfahrer weiß auf jeden Fall Bescheid. Da ist jemand draußen, der braucht irgendwie Unterstützung. Und Können da die zum Beispiel Verkehrsbetriebe auch noch eigene Signale übermitteln? Also zum Beispiel die Östra, Hannoveraner Verkehrsgeschäft, aber ein paar Busse, die haben das Problem, die brauchen, müssen so Rampen rausfahren, wenn der Bus kommt, oder müssen sogar Fahrer aussteigen und Rampen hinlegen. Dann könnte man denen ja auch mitteilen. Hallo, ich nächste Haltestelle müsste genau das. Genau, machen. Das ist technisch möglich. Mhm. Man muss da so ein bisschen vorsichtig sein, weil der Arbeitsplatz des Busfahrers möglichst nicht beeinträchtigt werden darf. Das ist so ein bisschen so eine Philosophiefrage. Das hält auch jedes Unternehmen so ein bisschen anders. Wir haben auch schon Gespräche geführt, die haben gesagt, ja, ist bei uns kein Problem, könnten wir ja auch machen. Das wäre natürlich noch die Idealkonstellation, aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Da ist vieles denkbar. Momentan gibt es das in Soest. Genau, momentan gibt es das unter anderem in Soest, also in Unna auch. Im ganzen Kreis Unna sind also mehrere hundert Busse auch schon ausgestattet mit dem System. Und es funktioniert, man kann sich da live vor Ort begucken. Aber das setzt aber voraus, dass die Busse diesen Kasten installiert haben. Genau. Was kostet denn so eine mittlere Stadt wie Unna oder sowas auszurüsten? Kommt auf die Anzahl der Busse an. Ja. Also diese Buscore-Box, so nennen wir die kostet 550 Euro in der aktuellen Vision. Was natürlich ein vergleichsweise kleiner Preis ist, wenn man jetzt an alternativ bauliche Maßnahmen denkt, die da gemacht werden, beispielsweise das Verlegen von blinden Leitstreifen. Der ÖPNV steht gerade so ein bisschen unter Handlungsdruck. Das heißt, die Unternehmen müssen bis 2022 Barrierefreiheit herstellen. Und da sind wir eben eine kostengünstige Alternative, um dann direkt in die Fläche zu kommen. Sonst ist es eben teuer. So ein Umbau von einer Haltestelle kann da schon mal in die Millionen gehen. Und dafür können wir natürlich eine ganze städtische Busflotte ausrüsten, wenn man so will. Und das macht vor diesem Hintergrund natürlich besonders Sinn, zumal die Verkehrsbetriebe sich eigentlich mehr so ein fahrzeuggebundenes System wünschen, um schnell in die Fläche zu kommen. Ja. Diese Umbauten sind sehr teuer und aufwendig. Es gibt ja diese DFI-Masten, diese digitalen Anzeigen. Die werden dann häufig zerstört, insbesondere wenn da Lautsprecher angebracht sind für Blinde. Die haben also riesige Vandalismusprobleme. Und da ist natürlich charmanter, wenn jeder Blinde dann seine App nimmt oder jeder mobilitätseingeschränkt ist. Und seid ihr denn im Gespräch auch schon mit anderen Kommunen? Kommt da? Ja, wir sind also praktisch bundesweit in Gesprächen mit Verkehrsbetrieben und entsprechenden Verbünden. Okay. Und der Tenor ist sehr positiv. Wir haben jetzt gerade auf der Messe auch nochmal ordentlich politischen Rückenwind bekommen. Aber eigentlich Begeisterung allen Teilen, wenn ich es mal so kurz zusammenfassen darf. Und hoffen natürlich, dass da jetzt so ein bisschen Druck auf den Kessel kommt, weil die Branche ist generell so ein bisschen langsam hier und da. Ne? Genau, ist langsam, ich finde das gut. Es ist eine recht praxisnahe Lösung. So, ne? Wolltest du noch ein Feature zeigen? Genau, eins wollte ich noch zeigen. Also wir haben jetzt hauptsächlich die Features hervorgehoben, die natürlich für Blinde und Gehbehinderte Sinn machen. Ja, insgesamt wir müssen das noch ganz kurz hier uns einblenden. Da hat sich das Wink. So.
Jetzt haben wir es wieder auf dem Screen, die genau. Die Philosophie, die dahinter steht, zeigt, dass man ja angenommen sowas wie ein Assisted Traveling anbietet, was für jedermann spannend ist. Man kann seine Tour planen von zu Hause und dann in einen Assistenzmodus wechseln. Ich habe das jetzt hier schon mal leicht angetriggert sozusagen und eine Fahrt rausgesucht. Ja. Und das ist jetzt schon der Assistenzmodus. Das heißt, ich kann mich wirklich von meiner eigenen Haustür bis zum Ziel navigieren lassen. Wir haben eine sehr, sehr tolle Fußgängernavigation auch integriert. Okay. Mit so einer Anpeilhilfe. Ein sogenanntes Bearing, ja. So, Stichwort ist hier heiß, kalt. Keine Angst, sie sind nicht verstrahlt, sei denn, sie haben Plutonium in der Tasche. Und so findet der Blinde dann intuitiv zum Ziel. Je schneller es tackert, desto genauer. Je schneller es tackert, desto genauer, richtiger geht man. Natürlich auch mit Vibration und einer schicken Fußgängernavigation, die eigentlich wiederum für jeden sehr spannend ist, weil man hier... Das sieht nochmal, das hat hier den Connect verloren, okay. Das ist irgendwie noch nicht so... Boink. Die einen Richtungsfall integriert hat. Also man muss also nicht erstmal 50 Meter laufen, um dann festzustellen, ach nee, war doch die andere Richtung. Wer kennt es nicht? Also mit Sprachansage hier natürlich und mit OpenStreetMap-Karten hinterlegt, die ein prima Materialgrundlage einfach darstellen. Und das sind natürlich solche Sachen, die dann für jedermann auch spannend sind. Genau, das können wir mal zeigen, weil der Erste aber hier seinen Geist aufgegeben hat. Irgendwie. Man geht dann eben direkt in die richtige Richtung im Jahr. Okay. Das ist eben spannend und so, wenn ich jetzt an der Haltestelle ankomme, dann wird mir der Bus angesagt über die Busradarfunktion. Sitze ich im Bus, sehe ich die entsprechenden Haltestellen mit Echtzeitinformationen, Verspätung, was ja auch für jeden ein spannendes Thema ist immer. Und jetzt kann ich eben sagen, okay, meine Fahrt ist ja angewählt, die App weiß, wo ich aussteigen muss, ich lasse mich automatisch an meinen Ausstieg erinnern und man reist entspannter, macht die ganzen ÖPNV-Nutzung wesentlich komfortabler und sicherer vor allen Dingen. Also man schlägt im Grunde genommen 2 bis 3 Fliegen mit einer Klappe. Man kann bestehende ÖPNV-Apps ein bisschen, bisschen aufpeppen. Sex up, die ÖPNV-App, könnte man auch sagen. Und bietet ihr denn die App als White-Label an für andere ÖPNV-Unternehmen oder habt ihr so ein SDK oder so ein Backend, was die nutzen können? Wie ist das? Ja, ist also so, dass wir eine API zur Verfügung stellen, wo dann die Funktionen verfügbar gemacht werden können. Oder die können natürlich auch alles von uns bekommen, unsere schicke App in ihrem Look and Feel. Okay. Mit dem das Ganze rund um Sorglos. Was noch fehlt, ist Ticket damit kaufen. Ja. Das ist ein sehr gutes Stichwort, weil die Technologie ermöglicht ja eben ein sicheres Be-In, Be-Out, wenn man zwei Hardware-Einheiten miteinander verbindet. Man muss kein Pairing machen, das geht alles automatisch. Hat sozusagen die Fahrtendaten und plötzlich ergeben sich dann unendliche Möglichkeiten. Man kann das für streckenbasierte Abrechnungen prima nutzen oder für irgendwelche verkehrsplanerischen Zwecke, Optimierungsgeschichten. Ja, wollte ich gerade sagen, eigentlich muss man gar kein Ticket kaufen, sondern der Bus weiß ja sowieso. Im Idealfall kriege ich irgendwann einfach nur eine Abrechnung. Und fertig ist es so, ne? Das ist so die Vision im Grunde genommen. Im Grunde genommen ist das System wirklich, wenn man so will, eine eierlegende Wollmilchsau. Und Barrierefreiheit ist so derzeit unser Aufhänger, wenn man so will. Und alles klar. Ja. Daniel, ist ein super Projekt. Vielen Dank für den Besuch. Schönes Projekt. Ich hoffe, das wird was und vielleicht demnächst auch in Ihrer Stadt. Ja. So soll es sein. Ich bedanke mich. Alles klar. In Hannover. Also, vielen Dank für den Besuch. Nicht den Bus vergessen. Das Busradar vergessen. Hier unten kannst du dir das vielleicht auch noch abfrickeln. Genau. Kannst du mal hinter mir durchgehen, dann kannst du dir das in Ruhe abmachen. Ja. Klingt doch irgendwie so ganz plausibel. Ja, ne? Genau das meine ich oder so, dass du halt solche Beispiele kannst du halt hier sehen und das ist jetzt auch wieder, vielleicht denkt man, wenn man Internet der Dinge hört, an so Sachen erstmal nicht, aber genau darum geht's. Genau um solche Sachen, die, was weiß ich bin unterwegs und das macht mir das Leben leichter. Und selbst wenn ich jetzt das Ticketing darüber auch noch mache, ne? Mein Smartphone weiß Bescheid und die Verkehrsbetriebe wissen Bescheid, sonst weiß niemand Bescheid. Und ja gut. Genau. Fabian. Hi. Grüße dich. Einfach so lange hast du gewartet irgendwie. Hast da immer gesessen und zugehört. Wir haben dich jetzt nochmal eingeladen aus dem einfachen Grund, weil wir letztes Jahr hier waren. Und da hieß es so, das ist die erste CeBIT nach Snowden. Da war irgendwie Sicherheit und Security und so Verschlüsselung ganz groß verbal und auf allen möglichen Blättern und Reden.
Jetzt ist ein weiteres Jahr rumgegangen und wir haben uns halt gefragt, gibt es denn jetzt mittlerweile vielleicht auch Produkte, ja, die daraus jetzt sozusagen den Worten mal Taten folgen lassen? Du bist bei CT und Heise im Security-Ressort beschäftigt. Ist dir da irgendwas aufgefallen? Ja, also ich habe das Gefühl, das hat jetzt ein Jahr gedauert. Das ist jetzt irgendwie in den Köpfen angekommen und jetzt gibt es halt erste Produkte. Es wird sehr viel immer noch besprochen, aber es gibt halt verschlüsselte Messenger, irgendwelche Lösungen mit PGP, die halt E-Mail-Verschlüsselung machen. Es ist auf jeden Fall ein großes Thema. Ich fand, also Messenger sind vor allem das große Boom-Thema, habe ich so das Gefühl. Also jeder hat jetzt irgendwie einen Messenger und es wird auch immer direkt auf Snowden angespielt und klar. Und ich meine, Messenger, gut, da gibt's eine Handvoll, die irgendwie relevant sind. Inwiefern gab es da Neues hier auf der CeBIT? Es gibt halt neue Firmen, die eigene Messenger gemacht haben. Das Problem dabei ist, von denen, die... Sie nutzt keiner. Genau, also das haben wir ja schon, das Problem haben wir schon mit denen, die wir kennen. Also zum Beispiel Threema, Signal auf iOS, TextSecure. Die werden halt nicht benutzt. Was Leute nutzen, ist iMessage. Das verschlüsselt Ende zu Ende, aber da muss man sich halt auf Apple verlassen. Und natürlich WhatsApp, das ist der große App-Messenger, den alle nutzen. Der verschlüsselt auch schon teilweise, aber im Moment nicht auf eine Methode, die uns eigentlich was bringt. Weil? Weil der verschlüsselt im Moment nur von Android zu Android-Gerät und er zeigt dir nicht an. Also zum Beispiel, wenn du jetzt WhatsApp benutzt, du siehst ja nicht, ob irgendwas verschlüsselt ist. Wenn wir beide jetzt ein Android-Gerät haben und wir schreiben uns, dann ist das Ende zu Ende verschlüsselt. Aber wenn du hast ein iPhone, ich schreibe dir, dann sehe ich halt nicht. Ich weiß ja halt nicht, hat der Philipp vielleicht ein iPhone und im Zweifel ist das dann nicht verschlüsselt. Da kann ich mich natürlich nicht drauf verlassen, das nützt mir nichts. Ich weiß auch nicht, mit wem ich wirklich kommuniziere. Solange es da keine Möglichkeiten gibt, so die Schlüssel zu überprüfen oder wirklich sicherzustellen, dass der Kanal sicher ist. Das ist das übliche Problem. Was weiß ich, Verschlüsselung, schön und gut. Ne? Das Schlüsselverwaltung ist das eigentlich Problem. Das ist ja bei Threema, deswegen benutzen die Leute Threema nicht, weil wirklich sicher kannst du nur sein, wenn wir hier unsere Codes austauschen. Ne? Das heißt, wir müssen uns einmal treffen, um das zu machen. Das ist natürlich Quatsch mit Leuten, die irgendwie was weiß ich wo wohnen. Und das ist da ja der Charme von WhatsApp. Ne? Ich meine, hab halt WhatsApp und rede mit allen, egal wo. Und als die Geschichte kam, Facebook kauft WhatsApp, ganz viele Leute gesagt, jetzt will ich WhatsApp nicht mehr, jetzt will ich. Und dann gleich richtig verschlüsselt und so, und als Snowden kam und sonst was. Da sind ganz viele aus Threema gegangen. Inzwischen benutzt es kaum noch jemand aus meinem Bekanntenkreis. Sie haben alles Threema installiert. Die sind noch in deinem Kontaktbuch, ne? Sind auch noch im Kontaktbuch, aber wenn sie anpingst oder so, reagieren sie nicht. Ne? Machst du WhatsApp, sagst ja, hallo und hier. Hast du denn das Gefühl, dass es wirklich einen Paradigmenwechsel so in dieser ganzen Entwicklung gegeben hat, dass jetzt wirklich sozusagen dieses Thema, wir müssen, eigentlich wissen alle, dass verschlüsselt werden muss, es wissen alle, dass Ende zu Ende eigentlich das ist, was man haben will. Da gibt es in der Praxis dann noch Schwierigkeiten, das umzusetzen, Bequemlichkeit versus Sicherheit etc. Aber hat sich so dieses Paradigma, eigentlich müssen wir und wollen wir Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, hat sich das durchgesetzt? Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat sich nicht durchgesetzt, würde ich nicht sagen, noch nicht. Aber wir haben auf jeden Fall einen Bedarf, vor allem in Deutschland. Also es gibt Leute, die da Wert drauf legen. Und es ist ein Merkmal, um Apps und Produkte zu verkaufen. Also es gibt Firmen, die bieten Messenger an und die sagen, die sind Ende-zu-Ende-Verschlüsselt. Und das ist deren Verkaufsargument. Also da hat sich schon was geändert. Also es hat ein Umdenken stattgefunden. Das sieht man ja auch ein bisschen daran, dass tatsächlich die E-Mail, die E-Mail heißt das ja, nicht die E-Mail, die E-Mail jetzt auch sowas anbietet, bis sie mal eingeführt hat, dass man im Webfrontend Ende-zu-Ende verschlüsseln kann. Die konnten das schon vorher bei der Unternehmenslösung. Musste ein Gateway installieren und so weiter. Das war nur was für Unternehmen eigentlich. Und die bieten es jetzt eben auch für normale Verbraucher an, die die E-Mail benutzen. Über ein Plugin im Browser kannst du PGP benutzen. Sie übernehmen im Prinzip die Schlüsselverwaltung über einen Public Key Server, einen eigenen. Und dein privater Schlüssel bleibt bei dir. Ne? Das heißt, du musst jetzt auch nicht deinen privaten Schlüssel irgendwo hin kopieren und so. Sagen sie zumindest, ne? Musst du jetzt natürlich im Plugin ist Open Source, kann man selber nachprüfen, wie die Open Source Leute immer so schön sagen.
Ich kann es nicht nachprüfen, ja. Aber egal. Aber das war ja der zentrale Kritikpunkt bei dieser DE-Mail-Lösung. Genau, ja. Dass dass es sozusagen keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Privatanwender gab, sondern immer das aufgemacht wurde, um Malware zu suchen und dann wieder verschlüsselt und dann zugestellt wurde. Das war die zentrale Kritik. Ja. Ist die jetzt behoben und ist das jetzt ein empfehlenswertes Produkt? Also es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Sie sagen jetzt natürlich, gut, klar, wenn Sie das benutzen, dann können wir die Mail nicht mehr zum Beispiel auf Viren überprüfen. Ja, klar, natürlich nicht. Sollen Sie auch nicht, also sollen ja nicht lesen. Wie siehst du das? Ob das Plugin in Ordnung ist, also so das Konzept, das Sie dargestellt haben, erscheint mir erstmal schlüssig. Ich wundere mich, warum die das nicht von Anfang an gemacht haben. Ja. Ich finde es sehr fragwürdig, dass sie dieses PGP da so dran genagelt haben, weil eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, sollte das ja eine Lösung sein, wenn ich jetzt mit einem Amt kommunizieren will. Ja, genau. So, und da würde man ja denken, dass das verschlüsselt sein soll, oder? Wenn du mit deiner Finanzbehörde zum Beispiel kommunizierst oder mit dem Einwohnermeldeamt und da irgendwelche Dokumente verschickst, also ich will die verschlüsselt haben. Ich verstehe nicht wirklich, warum die das erst später gemacht haben. Man muss halt mal gucken, wie sich das in der Praxis entwickelt. Ich habe das Gefühl, dass das trotzdem nicht viele Leute nutzen werden. Ja, das Problem ist, es kostet ja immer Geld. Ne? Also was weiß ich, eine DE-Mail kostet ja meistens Geld, zumindest nach einem bestimmten Dings. Es gibt keinen, der es komplett umsonst macht. Das andere ist, ich bin auch gespannt, ob das wirklich rechtlich von den Gesetzen her haltbar ist. Das Problem war ja, dass diverse Gesetze angepasst werden müssen, damit die E-Mail wirklich funktioniert. Das heißt, du kannst elektronisch kommunizieren mit einer digitalen Signatur und musst nicht eine persönliche Unterschrift leisten. Das heißt, da waren einige Gesetzesänderungen notwendig. Ich weiß jetzt nicht, ich habe mir das noch nicht genauer angeguckt, wie das ist, wenn du komplett verschlüsselst, mit dem Amt kommunizierst, ob da nicht irgendwelche Überprüfungsmechanismen laufen müssten zwischendrin oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Müsste man nochmal nachgucken. Anscheinend nicht, weil das hat zumindest keiner das Problem bislang aufgeworfen. Aber ist erstmal ein Schritt in die richtige Richtung. Das machen jetzt einige Webmail-Anbieter. Mail.org war jetzt, glaube ich, der erste. Auch ähnliche Geschichten, dass sie sagen, wir integrieren PGP auch in Webmail. Sagen die Nerds natürlich, ja, wir benutzen Webmail, so ein Scheiß. 90% der Bevölkerung benutzen Webmail und halt nicht die Nerds nicht, aber die Nerds benutzen eh alle schon PGP, wenn man eben glauben darf. Ist das so, dass Webmail so ubiquent ist? Ja, klar. Ja. Wenn du bei Tor Online bist, bei Gmail, Yahoo, Microsoft oder so. Aber auch, Die haben auch alle IMAP-Server, bieten die an. Nur normalerweise, oder wenn du an GMX und Web.de denkst, normalerweise wirst du ja erstmal auf deren Webfrontend geleitet. Also ich kenne Leute in meinem Alter, ne, ich bin jetzt so 30, ne, die noch nie einen normalen einzelstehenden Mail-Client benutzt haben. Sie nur Webmail benutzen. Wobei, es hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Mail-Clients teilweise wirklich echt grottig sind. Ja, die Mail-Clients sind grottig und Gmail, kann man von Gmail halten, was man will, aber das Webmail-Ding ist klasse, ziemlich avanciert. Also ich benutze unter anderem aus Sicherheitsgründen oder so, weil dann PGP relativ gut geht, benutze ich Thunderbird. Ich kriege jedes Mal die Krise bei diesem Ding. Und dann noch GNU-PG dazu, ne? Also ist jetzt nichts, was ich irgendwie meiner Schwiegermutter empfehlen würde. Ich glaube auch, dass sich das, also ich glaube, Mail mit Verschlüsselung mit PGP, das wird sich nicht entwickeln, das ist tot. Ich glaube, was kommen wird, ist, also diese Messenger-Lösungen, die wir haben, da gibt es Protokolle, ne? Bei dem Signal und so, die benutzen OTR. Das sind gute Protokolle, da kann man Echtzeit verschlüsseln, dann kann ich sowas wie E-Mails auch machen. Also es gibt ja keinen technischen Grund, dass ich mit so einem Protokoll vernünftig Ende zu Ende verschlüsselt mit Forward Secrecy sowas absichern kann. Ich glaube, da wird das eher hingehen, weil Leute, die jetzt heranwachsen, nicht mehr verstehen, warum man E-Mails versenden muss, wenn man das auch eher Echtzeit auf eine App aufs Handy kriegen kann, ne? Bei Mail musst du ja dann einen Mail-Client und dann musst du das irgendwie synchronisieren und du brauchst eine App auf dem Handy, die dann mit deinem Webmailer, also ich glaube eher, dass das auf Echtzeitkommunikation alles und rauskommt. Und wo ist der Nachteil von Off the Record OTR im Vergleich zu PGP? Ich würde eher sagen, es ist ein Vorteil. Also ich sehe das eher gut. Ja. Bei PGP das Problem, das Jürgen auch angesprochen hat, ist Schlüsselverwaltung. Und wir haben ja jetzt schon Messenger. Ich meine, okay, bei Threema kann man sich streiten, ob das einfach ist, aber man kann es lösen. Man kann auch so eine Lösung machen wie Apple, dass man sagt, man verschlüsselt das einfach im Hintergrund und der Nutzer kriegt das nicht mit. Also wenn du iMessage benutzt, dann verschickst du Ende-zu-Ende verschlüsselte Nachrichten und niemand weiß das.
Also die meisten Leute sind sich dessen gar nicht bewusst. Die Puristen sagen natürlich, ja, aber ich muss die Schlüssel überprüfen können und so. Aber die Frage ist natürlich, ob es im Endeffekt nicht besser ist, wenn jeder einfach verschlüsselt, so auf die Art, und dann irgendjemandem vertraut. Also musst du halt Apple vertrauen oder Microsoft. Anstatt, also die Alternative ist, dass wir alle unverschlüsselt kommunizieren. Ja, und vor allen Dingen, also das mit dem Vertrauen ist immer so eine Sache. Klar, ne? Man sagt, Apple, Google, Microsoft oder so sind Riesenfirmen, wo ich denen wirklich vertrauen will. Die andere Frage ist, ja, irgendwo, immer wenn ich verschlüssele, auch bei asynchroner Verschlüsselung, muss ich irgendjemandem vertrauen. Und sei es nur dem PGP-Programmierer oder dem GNU-PG-Programmierer, dass da nichts drin ist. Und wir haben bei OpenSSL gesehen, dass dieses Vertrauen manchmal auch nicht berechtigt ist. Weil dann irgendwie Riesenlücken drin sind, die Jahrzehnte ist übertrieben, Jahre keiner entdeckt hat und die unter Umständen der NSA aber schon bekannt waren. Also irgendwo habe ich immer diesen Schritt, ich muss jemandem vertrauen. Und sei es nur dem Programmierer der Software, die ich zum Verschlüsseln einsetze. Kann man sagen, man vertraut grundsätzlich Open Source Programmieren mehr als Programmieren bei Microsoft. Finde ich aber nicht berechtigt. Wenn man diese Diskussion hatten wir ja auch schon irgendwie Anfang der Woche, dass ich gesagt habe, ja, okay, wenn es Open Source ist, dann kann ich nicht nachprüfen, aber ich kann jemanden beauftragen, der es nachprüft oder so. Ja, aber zum Beispiel wir können es. Also, ne, ja. Oder wir, also wenn wir einen Artikel über sowas schreiben, können wir auf jeden Fall uns den Source Code angucken oder dem jemanden geben, der sich damit auskennt. So. Also, und eine andere Zeitung kann es auch machen und irgendwie eine Foundation kann es auch noch machen und so. Also ich finde, das ist nicht das ist auch da muss man Leuten vertrauen, aber die Möglichkeiten, dass mehrere Leute sich das ansehen und man da Geld drauf wirft, damit es auch mal jemand richtig tut und dann nochmal Geld drauf wirft, damit vielleicht nochmal jemand anders richtig tut, die sind auf jeden Fall da. Ja, aber sie wird ja nicht gemacht. Na gut, das ist natürlich die Lehre aus OpenSSL, dass man jetzt sagen muss, ja, Google und Facebook und die ganzen, die das nutzen, die sollen natürlich dann auch mal im Jahr irgendwie eine Gebühr abwerfen, damit man das valide, transparent überprüfen kann. Eine Sache noch, und zwar kam jetzt während der CeBIT, glaube ich, war es diese Meldung, dass Yahoo auf Passwörter irgendwie weitgehend verzichten will oder zumindest auf sich davon verabschieden will. Da sind sie nicht die einzigen, aber doch ein großer Dienst. Erklär doch mal den Stand der Dinge. Also Passwortproblem kennen wir, alle haben nur ein Passwort und das fängt mit 1 an und hört mit 0 auf. Was sind da die Methoden, um von Passwörtern wegzukommen? Also das sieht man hier ganz viel. Also auch auf der CeBIT ist ganz viel Authentication, Zwei-Faktor, biometrisch. Apple ist da auch wieder relativ weit vorne. Also das funktioniert beim iPhone ganz gut. Du kannst jetzt bei einem iPhone relativ einfach ein langes Passwort nehmen, was du dir zum Beispiel aufschreibst und in den Schreibtisch legst. Und dann das mit deinem Fingerabdruck verknüpfen und dann dein Handy immer mit dem Fingerabdruck entsperren. Natürlich, es gibt dann Momente, wo man das Passwort noch braucht, aber es ist erstmal, es kann relativ sicher sein. Wir benutzen ja alle unsichere Passwörter, weil wir die alle immer ständig eingeben müssen. Nicht alle. Ja, also aber sehr viele Menschen tun das, benutzen schrecklich unsichere Passwörter, dann überall die gleichen, weil jeder zwingt sich ja auch ein Passwort anzulegen. So, und dann hast du das Riesenproblem. Wenn ich jetzt fürs Heise-Forum ein Passwort habe und Heise geht damit total super um und wir speichern das und ganz sicher gesortet und verschlüsselt. Aber wenn ich das gleiche Passwort für irgendeinen Online-Shop nehme und deren Datenbank wird geklaut, wird die auf Pastebin gepostet und dann kennt jeder mal mein Passwort zu der E-Mail-Adresse und loggt sich dann auch im Heise-Forum ein. Und was ist der Ausweg? Was sind die Konzepte für so, ich werde das Passwort los? Ja, also große Sache ist, wie gesagt, Biometrik, dass man irgendwas macht. Also Microsoft will das jetzt machen mit Windows 10, dass sie sagen, okay, wenn in meinem Gerät ein Fingerabdruckscanner drin ist oder eine Kamera, dann kann ich Gesichtserkennung machen oder kann Fingerabdrücke lesen. Die andere Möglichkeit ist natürlich Zwei-Faktor. Also entweder man hat so einen Dongle, was aber eigentlich, also so ein kleines Keyfob, wo dann immer eine Zahl angezeigt wird, die man auch mit eingeben muss. Aber die modernere Sache ist halt, du kriegst es auf dem Handy. Also du kriegst irgendwie so einen Einmalcode aufs Handy geschickt und musst dann halt Zwei-Faktor, also du musst dein Passwort kennen. Aber es ist ja nicht ohne Passwort, ich brauche trotzdem noch ein Passwort. In der Regel ist das mit Passwort, ja. Oder also es gibt auch, also du kannst es natürlich auch mit dem Fingerabdruck machen. Du kannst auch Fingerabdruck und einen Code machen, den du aufs Handy geschickt hast. Aber im Endeffekt, eigentlich kommt man das Passwort nicht rum. Also irgendwer braucht immer noch irgendwo als Backup ein Passwort. Also fast immer. Ob es da jetzt irgendwelche neuen Ideen gibt, wie man, weiß ich nicht. Ja, das Problem bei sowas ist immer, es gibt eine Menge Ideen und die kannst du dann alle installieren und so und dann passiert irgendwas. Also zum Beispiel beim Fingerabdruckscanner. Ich hatte einen Kollegen, der hat schon vor
Jahrzehnten quasi Fingerabdruckscanner an Notebooks benutzt. Und er hat gern geklettert. Immer wenn er vom Klettern zurückkam, waren seine Finger irgendwie so verschrammt, dass er den nicht benutzen konnte. Und dann musste er sein Passwort eingeben. Und sowas wirst du immer haben. Also es gibt jetzt irgendwie Methoden, dass man den Puls oder den Herzschlag, der auch relativ der Sinusrhythmus ist. Venenstruktur. Genau, ist relativ einzigartig. Venenstruktur, Iris im Auge. Aber als Anbieter hast du immer das Problem, du hast einen Support-Fall, wo dann einer aus irgendeinem Grund das nicht benutzen kann und dann ruft er bei dir an. Und das willst du nicht. Und deswegen machst du deine Sicherheitsfrage oder ein Passwort. Und die Sicherheitsfragen sind halt auch, die sind noch blöder als Passwort, weil es sind immer die gleichen vier. Und den Mädchennamen meiner Mutter kann man relativ einfach rausfinden mit Google. Ja? Okay, also da gibt es viele, da gibt es jetzt aber auch hier noch nichts wirklich Neues, sondern sind alle da dran und versuchen was zu finden. Aber das läuft dann immer so ein bisschen auf zwei Faktoren raus. Ich muss A, was wissen, Passwort, und was haben. Genau. Handy, mein Handy und oder lest dann Iris irgendwie oder halt so ein Dongle oder so. Wie funktioniert das eigentlich mit diesen Dongles? Da wird dann eine neue Zahl alle 30 Sekunden generiert und die wird auch beim Webservice sozusagen generiert und die müssen passen. Genau, und der weiß dann, machen das mit der Zeit im Gerät in der Regel und können das dann. Aber das ist halt wie gesagt out. Also in der Regel macht man jetzt Handy und du kriegst einen Code. Was natürlich auch wieder Probleme hat. Also zum Beispiel, ich bei mir zu Hause, ich habe einen Sendemast direkt vor der Haustür, aber ich habe schlechten Empfang, wahrscheinlich weil ich zu nah dran bin. Mhm. So, und wenn meine Bank mir dann diesen Code schickt und mein Handy einfach mal eine Stunde keinen Empfang hat, dann komme ich in mein Konto nicht rein. Ja, wenn du euch mal ein Banking auf dem Handy machst und da dieses SMS hinkriegst. Das lässt zum Beispiel gar nicht zu. Also meine Bank lässt es nicht zu. Wenn du die Banking-App benutzt, kannst du nicht mit der Mobile TAN arbeiten. Weil sie sagen, das müssen zwei Wege sein. Das ist schon mal gut, aber das Problem ist, was machst du unterwegs? Ne? Genau. Und es funktioniert auch. Sie erkennen auch, dass ich die iPad-App benutze, dass sie mir dann Android im Mobile TAN nicht zulassen. Ja, du musst dann die Index-TAN benutzen. Aber die hast du dann nicht mit und so, dann war's das. Das ist das alte Problem. Also das ist immer Sicherheit oder Bequemlichkeit. Mhm. Also ne, musst du immer ein bisschen abwägen. Ja. Ja, genau. Ist hier sonst noch was? Wie ist so dein Messefazit? Hast du irgendwie was mitgenommen? Also, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es die gleichen Sachen sind wie im letzten Jahr. Nur jetzt mit mehr Produkten. So, also aus Security-Sicht. Ich glaube schon, dass Snowden und das Ganze was bewegt hat. War ja auch gestern hier, habt ihr ja auch drüber geredet. Und ich glaube, dass wir Techniken jetzt haben, aber die noch ein bisschen brauchen. Also wir haben die Möglichkeit, das mit Kommunikation abzusichern, Messenger abzusichern. Wir haben coole Sachen, die man mit Zwei-Faktor und so machen kann, aber das muss alles irgendwie noch ein bisschen ausgefeilt werden. Also die magische eine Lösung, die gibt es nicht. Und das ist halt auch so ein Problem. Das ist das gleiche Problem. Ihr habt gestern über Banking geredet und über Bezahlsysteme. Ist genau das gleiche System. Du bräuchtest eigentlich einen Dienstleister, der das macht. Also Microsoft hat mit Windows vielleicht eine Chance, dass sie sagen können, jeder hat einen Windows-PC und der kann Authentifizierung machen. Und dann kann ich mich auch vielleicht bei einer Webseite authentifizieren, ohne dass ich da ein Konto anlegen muss. Du musst ja in jedem Online-Shop, in jedem Forum ein Konto anlegen. Das ist ja Teil des Problems. Also da gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass man da was machen kann. Aber schauen wir mal. Wir müssen noch was aufklären. Unbedingt. Warum Smart TV-Leute noch viel an ihrer Software arbeiten müssen. Genau. Ich kann das nochmal zur Erinnerung. Ich meine, die ganz Treuen werden sich daran erinnern. Ich habe es aber nochmal rausgesucht. Hier ein historischer Filmausschnitt von unserer ersten Sendung. Da siehst du im Hintergrund, wo das Problem war. Nämlich. Das hat die Leute wahnsinnig gemacht. Wir hatten ein JPEG auf diesen Fernseher geladen. Und dieses Smart TV ist nicht in der Lage, dieses JPEG einfach nur anzuzeigen. Ohne Schnökes, Würfelblenden, Wischblenden, Dreiecksblenden, Ausblenden. Echt, so, wir saßen echt im Menü und ja, nee, da musst du nur den Bildschirmschoner abschalten. Ja, hier, bla, Bildschirmschoner, ist aus. Okay, what's next? Die Lösung? Ja, die Lösung ist interessant. Die Lösung ist, was schätzt du, was ist die Lösung? Na, ich kenne die Lösung, ja. Also, du kennst die Lösung, okay. Aber die Lösung hätte ich auch angewendet. Genau, wir haben aus dem JPEG ein 2-Stunden-Video gemacht. Wie groß ist jetzt, das? Keine Ahnung, weiß nur Johannes. Aber ja, wir haben ein Video draus gemacht und seitdem kann auch das Smart TV ein JPEG anzeigen. Irgendwie. Ja,
Ja, und jetzt brennt das ein. Und jetzt brennt das ein, und das ist das Smart TV im Eimer. Genau, hervorragend. Ich denke, das ist aber eine gute Nachricht zum Abschluss. Genau. Ja, ist auch schön. Machen wir Feierabend? Machen wir Feierabend. Die CeBIT ist überstanden. Die CeBIT ist vorbei, ist überstanden. Fabian, ganz herzlichen Dank. Ich danke euch. Jürgen, vielen Dank für die Woche, für die Informationen. Fazit haben wir ja vorhin gezogen. Ne? Danke für deine Arbeit, für die Moderation. Gerne, hat Spaß gemacht. Wir danken fürs Zugucken. Die Videos gibt es wie immer beim YouTube-Kanal von Heise Online, auch als Audio-Version. Newsticker werden wir es auch nochmal erwähnen. Soweit, so gut. Dann machen wir Schluss. Das war die CeBIT 2015. Mein Name ist Philipp Banse. Dann ganz, ganz herzlich. Wieder. Nächstes Jahr wieder. Vielleicht auch noch mal dazwischen, aber das müssen wir gucken. ich danke ganz herzlich fürs Zugucken. Ja, wünsche noch eine schöne Zeit, schönes Wochenende und man sieht sich bis die Tage. Tschüss. Ciao.